Mal wieder der Assassin. Andere Map, aber es, diesmal ist es dunkel anstatt neblig, also yay. Ja. Das ist auch nicht wirklich besser. Schön die legendäre Mosin hier. Ah, die habe ich eben auch zu spüren bekommen. Echanton oder wie die heißt. Wir haben ein AFK-Teammate. Ja, sorry. Kommt sofort der Flame. Ja. So, am besten gehen wir hier direkt raus. Dann okay. Können wir auf jeden Fall sagen, ja, überlebt haben wir ja. Ja. Gute Runde, Jungs, haben überlebt. Auch nicht viel verwendet, also ganz souverän. Weiß ich nicht, irgendwie ist meine Natur immer, wenn irgendwie Schießerei ist, dass man sagt, ja, man mischt sich da erstmal nicht sofort ein. Aber da wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, ne, weil wir dann... Okay, also hier hinten Audio Clipping. Ich stand gerade unter dir, während du einen im Haus gemessert hast. Das hat sich so angehört, als würdest du mich messern. So laut war das. Gehen wir Stillwater? Ja, bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. Ich hab gerade mal Richtung Süden geschaut, ob da jemand auftaucht. Ich muss auch noch. Okay, ich will die Karte. Ich vergesse das immer. Nach der Runde mal ganz kurz AFK. Wahrscheinlich vergesse ich es dann eben, wie spiele ich die nächste. Das ist meine Antidepressiva, weil die Runden so schlecht laufen. Ja. Die habe ich mir direkt selbst verschrieben. Ganze Gluten-Scheiße, ey. Muss ich 20 Sachen daneben. Habe ich mir echt was richtig Tolles ausgesucht. Oh ja. Aber heute gelesen, 5% der Bevölkerung haben das auch. Das ist nicht viel. Nee, nicht so wirklich. Was macht das denn? Hat's halt kein Gluten vertragen. Überall, wo Weizen drin ist. Okay. Da geht's dir dann sehr schlecht. Eigentlich kannst du gar nichts Normales mehr essen. Genau, also so Fleisch und so Käse geht alles noch, aber was Brot, Chips, Burger, überall wo Weizen drin ist, geht ja. Nudeln, Bier. Nudeln, genau. Alles. Kommt das so einfach mit der Zeit irgendwann mal? Das oder genau, weil der Körper ist, man sagt ja immer, wie alle 7 Jahre, ne, ist, baut man sich DNA-mäßig so neu auf und dann entwickelt man auch so, Leute entwickeln dann irgendwie Allergien, die haben dann irgendwie mit 25 auf einmal. Keine Ahnung, irgendwie gegen irgendwelche Sträucher. Ja, ja, ich habe seit ein paar Jahren Hausstaubmilben. Siehst du, genau, und ich habe jetzt schön Glutenunverträglichkeit bekommen. Mit 24. Von daher. Oh, scheiße. Ja, scheiße, richtig. Ja, das war auch mein Kommentar gestern. Ja, da muss ich jetzt halt. Wie merkt man das dann? Du bist was am Essen und dann plötzlich, oh scheiße. Nee, das. Also bei mir hat sich das halt geäußert, dass ich so allgemeine Unwohlsein hatte. Und dann einfach, du hast total niedergeschlagen, das kostet dich Energie, du hast so Magen-Darm-Beschwerden auch, dass du halt immer irgendwie Magenkrämpfe hast und du immer dir ein bisschen Übelkeit hast und so. Okay. Und dann lässt du halt ein paar Sachen testen. Und bei mir sind auch die ersten 3 Ärzte haben irgendwie alles untersucht außer das. Und jetzt der 4. hat dann mal darauf getestet und meinte, yo. Okay. Da liegt einiges im Argen. Da hinten ist ein Zombie, der hat bei mir eine pinke Hose an. Geil. So eine pinke Latzhose. Er war bestimmt bei C&A shoppen. Jetzt so ein paar Nahrungsergänzungsmittel nehmen, das sind so Bakterienstämme quasi, die dann im Magen. Lecker. So ein bisschen. Ja, das sind lebende Bakterien, die du zu dir nimmst quasi. Vermehren können dann in deinem Körper, weil das die guten Bakterien sind. Bekämpfen das so ein bisschen und man muss natürlich dann möglichst überall drauf verzichten. Also glutenfreies Brot kaufen, glutenfreie Nudeln kaufen, glutenfreie so Kekse und so, wenn du was essen willst, kaufen. Okay, aber wenn du jetzt gerade mal Bock auf einen Burger hast oder so, dann wird ja, jetzt nicht so schlimm, halt, sag ich mal. Ich sollte das nicht machen, wenn ich am nächsten Tag irgendwie einen wichtigen Termin habe oder so. Weil da schon das Risiko besteht, dass der nächste Tag dann halt den halben Tag im Bett verbracht wird, so ungefähr. Okay, also aber, lieber gar nicht. Wenn ich nicht. Dann
irgendwie am Wochenende und ich weiß, Sonntag ist nichts und ich bin Samstag unterwegs, dann hau ich mir irgendwie einen Burger rein, weil dann chill ich halt Samstag im Bett. So. Oder zu Hause zumindest. Ich hätte gerne einen Burger, bitte ohne Brötchen. Ja. Ja. Wann machbar ist es? Halt Gluten ist halt dieses Lebe-Eiweiß, was da überall drin ist. Und dann die ganzen Ersatzprodukte, die haben halt, weil das ja auch in Mehl drin ist, das ist das Problem. Das ist ja nicht nur jetzt in irgendwie fertigen Brötchen, sondern es ist halt auch schon im Mehl drin. Das heißt, du musst dann zum Beispiel Brot essen aus Maismehl zum Beispiel. Das schmeckt dann halt auch anders. Oder Reismehl, ist halt dann auch dann ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass da bestimmt auch leckere Alternativen gibt, oder? Ja, das ist halt. Du kannst ja natürlich einfach gucken, dass du so ein bisschen drumherum isst, also dass du vollwertige Nahrung isst, die das einfach automatisch nicht hat. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Vegetarier wäre, wäre es halt ein Problem, weil zum Beispiel Fleisch hat das halt nie, von daher kannst du halt gut alles Fleischartige essen. Mhm. Und so, aber natürlich, wenn du sagst, Brot, ich esse halt, also ich bin so aufgewachsen, dass es so immer morgens und abends gibt es halt Brot und mittags was Warmes. Ja. Und da musst du halt was einfach ganz normales Brot kaufen, was halt kein Gluten hat. Natürlich, am anderen Ende der Map. Also mit Gluten kenne ich mich ja überhaupt nicht aus, so. Wenn man das nicht hat, dann achtet man da halt überhaupt nicht drauf. Nö, kein nee, bisschen. Ja. Ja, wo wollt ihr hin? Ich hab keine Ahnung. Also wir sollten eigentlich Richtung Süden. Ja, wir bleiben hier halt und warten, dass die einmal quer über die Map laufen. Und dann ja gut, also die haben Ausgänge halt bei Catfish oder bei Blanchard. Haben halt genug Alternativen. Ja. Wir könnten halt Block Bay oder so hingehen und dann von da aus, je nachdem, ja, wo die hingehen. Mal einigermaßen in der Mitte. Gut, dann machen wir das so. Dann laufen wir nach Block Bay. Simulator. Aber außer dass die jetzt banishen, ist es schon verhältnismäßig ruhig, oder habe ich jetzt irgendwie Kurzzeitgedächtnis und vergessen? Jetzt auch nichts großartig gehört. Okay, ja. Man weiß ja auch nicht, was in welcher Runde war und ob sie vielleicht einmal vergessen haben. Ich meine, letzte Runde haben wir viel Action gehört und es war dann am Ende auch viel Action. Oh, 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 oh. Da von dem Haus, natürlich! Da von dem Haus, von dem Haus. Ja, gesehen. Einer sitzt hier an dem Haus. Ja. Hab ich mit? Nein, wieso hab ich den nicht danach nochmal getroffen? Oh, scheiße. Wirf das, Achtung, 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 Achtung. Flash, ja, Flash. Flash. Nee, gar nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich hinlaufe. Hoffentlich meine Tür. Was? Nein, 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 nur mit einer Shotgun. Oh, da ist ja noch einer. Ich flash da vorne hin. Ja, ich muss einen Pfeil. Nicht getroffen. Der Typ ist hit. Oh, ich muss mich hier. Der muss mich hier. Der hat auch eine Shotgun, Achtung, doppelläufige. Ja, der rennt. Soll ich den Beats erstmal holen? Oder ist da draußen? Nee, da ist noch einer draußen. Ah. Der wird gerade gechased von einem Armor hier. Hab ihn. Nice. Bitte den Armor. Da draußen war noch einer mit einer Mausin. Ja, zwei sind down. Richtung Nordwesten. Der hier wollte mich auch axten. Oh! Mit Hand kommt doch immer alles irgendwie. Nimm mal Beats. Ich habe ja eigentlich den Ruf mit dem Bullet-Magnet, ne? Ja, also keine Ahnung, was hier los ist. Aber heute
Heute gebe ich ihn an dich offiziell ab. Für den heutigen Tag. Mal schauen, wie es morgen ist, aber heute hast du ihn. Sonst bin ich immer der zum runden Start erstmal verreckt und dann wiederbelebt werden muss. Habe Schiss vor der Mosi, ey, der Headshot, ich fühle den schon. Naja, der eine hat doch mit dir, Field, oder? Oder ich zünd jetzt erstmal den Messer-Hoshi hier an. Okay. Oh, nein! Der war stark. Das ist nicht passiert, ey. Das ist nicht wirklich passiert gerade. Oh, das hat Gott. Keiner gesehen, das ist nie passiert. Doch, ich hab's gesehen. Nee. Das ist nicht passiert. Ah, ich hab überhaupt keine Ahnung, wo die rumhocken. Ah, da! Da ist er. Wo ist er? Außen, ganz außen. Bitte nicht ins Wasser! Also da vorne. Links. Ach, da. What? Kann man springen und schießen? Einmal getroffen. Wait. Hab sie. Nice. Das waren sie, ne? Ja, das müsste gewesen sein. Oh. Sicher? Waren drei tot? Jetzt auf jeden Fall. Der hier liegt hier noch, ja. Den ich, natürlich erfolgreich angezündet habe. Okay. Ach, hier liegt auch noch einer. Den hab ich nicht gewusst. Der wollte mich mit einer Machete hauen, aber Gott sei Dank, nämlich liebe ich Schrotflinte als Zweitwaffe. Okay. Einfach schön aus nächster Nähe in sein Gesicht. Ja gut. Uppercut Alice. Wie es mit der neuen Grafikkarte wird, das alles besser. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist, ey, ohne Scheiß. Ich hier außen. Ja, hier ist eine. Irgendeine vernünftige Waffe Cash? Dabei. Ich glaub, die hat eine Mosi, ne? Die kannst du haben. Nee, der hat eine Wetterli. Aber wer hat denn dann die Mosi? Ich also Winfield, Machete, dann innen drin hatte einer eine Shotgun plus Uppercut. Ah! Ja, gar keine eine Mosi. Ich dachte, irgendwer hätte eine Mosi gecallt. Okay. Vielleicht mit der Wetterli verwechselt. Okay, ja. Naja, gut. So. Bornheim Wetterli. Da hab ich 3 Kills gemacht, ne? Ja, ach, mal wieder. Ich freu mich immer so, ey. Sehr schön. So, die haben gerade aufgehoben. Wie seitdem Fabian wegläuft, weg ist, läuft so insgesamt schlechter. Aber ich mach auf jeden Fall mehr Kills. Fabian, klaut die sonst immer alle, ne? Ja, also oft sterbe ich dann auch einfach im Stream. Ich mach da den Beat sehr. Mission und Leben. Ah, naja. Aktuell ist eh nicht so wild, weil aktuell sind wir noch so nah an unserer alten Position mit der Schießerei, dass wir es nicht wissen. Okay. Ja, ich würde jetzt nicht so nah da dran gehen. Wir wollten noch warten hier. Oder nicht? Ja, aber die können hier oben schnell, da kommen wir dann nicht mehr hinterher, ne? Die laufen doch schon Richtung Pitching, so wie es ausschaut. So ein bisschen. Ja, jetzt geht's gerade los. Dann lass uns direkt nach oben weiterlaufen. Oder haben wir einen besseren Plan? Nee. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr heute. Ja, die kommen auf jeden Fall hier hoch. Die sind jetzt am Maprand Richtung Blanchett unterwegs. Dann so hier in den Compound. Und dann. Da ist der Greifback schon. Aber auch darauf achten, dass nicht noch ein anderes Team irgendwo da campt. Also. Ich höre jetzt die Frage, wenn sich wundert, ein Team genau die gleiche Idee gab wie wir. Nicht, dass das jetzt wieder so ist. Dass sie auch sagen, okay, dann lassen wir zu Church gehen. Ja, muss ja. Eine andere Möglichkeit, das noch zu gewinnen, hat, da haben man ja nicht. Ah, okay, wir müssen auch weiter, weil die kommen hier. Die gehen wirklich ganz am Webrand lang. Jo. Ich muss sagen, die bin ja zum Munitionswagen da vorne. Dieses verkackte Pferd, ey. Bitte nicht gesniped werden, bitte. Keine Angst, wenn dann snipen sie. Oh, die sind schon recht nah dran. Ja, ja. Jetzt direkt vor uns hier. Müsste ich sie nur noch sehen. Die müssten bei 2,40 ungefähr sein. Oh, die sind fast auf uns. Ja, ist einer direkt vor mir. Oh! Ich werde schon angeschossen.
Versuch zu medden. Seh keinen. Keine Ahnung. Der nicht. Werf dem einfach auf den Kopf da vorne. In der Hoffnung, dass ich medden kann. Ja, auf der Mündung. Ach doch, da hinten. Oh, ja, genau. Oh, links ist auch noch einer. Finster Headshot mit dem Uppercut. Ja, nee, echt. Also ganz. Och, come on, nein! Ich hab noch one shotted heute. Ich wurde auch mit dem Uppercut gewonnen. Wo ist er? LOL! Good job. Nein!